Auch Luca hat eine Biennale, Luca Biennale, die im Moment hier stattfindet. Und überall in der Stadt verteilt sind solche Figuren wie jetzt diese hier. Die ist jetzt von einer Schweizer Künstlerin, die in London lebt und hat hier ein Mädchen dargestellt von hinten. Wir haben jetzt hier den Rücken. Und wenn wir uns dann der Skulptur von vorne nähern, können wir es dann auch erkennen. Und die Botschaft dieser ganzen Sache geht um menschliche Existenz, wie fragmentartig eben ein Wesen sein kann. Und genauso hat sie es auch dargestellt. Sie hat einzelne kleine Fragmente zusammengesetzt zu einer gesamten Skulptur. Und leider ist hier schon ein Stück abgebrochen. Kann man aber ganz gut sehen, wie sie eigentlich gearbeitet hat. Das sind kleine Stücke, die sie oben drauf gemacht hat. Zum Beispiel mit Zeitungspapier dekoriert, eben die Neuigkeiten, das Weltgeschehen darstellt, oder vielleicht Fotos, so Instagram-mäßig dann, so wie wir fragmentartig unser Dasein darstellen und erklären wollen, in Zeitungsartikeln, in Instagram-Bildern oder in Schlagzeilen oder vielleicht auch in Musikstücken. Genauso hat sie diese Person hier darstellen wollen. Überall in der Stadt verteilt sind diese Skulpturen und man kann sich dann hier an so einer Karte lang hangeln, was man jetzt eben anschauen will. Es gibt wahrscheinlich einen Atlas dazu. Und so ist das eigentlich eine ganz verfügbare Kunst, überall an den Ecken. Man kann Luca entdecken, man kann die Kunst entdecken und sie ist für jeden zugänglich. Ich finde es eine schöne Idee, genauso wie ich auch diese Skulptur hier wunderschön finde. Ja, inzwischen habe ich das Fahrrad wieder beiseite gestellt und die Stadt wieder verlangsamt, dadurch, dass ich jetzt eben wieder laufen muss. Und dann tatsächlich, muss ich zugeben, wird die Stadt auch wieder, wie soll ich sagen, ja, detaillierter. Und ich nehme wieder Dinge wahr, wie diese wunderschöne Fassade dieser Kirche mit dem Turm da hinten, der da leicht bewachsen ist schon. Also man staunt, wo sich überall Pflanzen doch niederlassen können. Und natürlich im Rahmen der Biennale wieder die einzelnen Kunstwerke. Dieser Künstler heißt James Lake und seine Kunst ist geprägt von seinem persönlichen Schicksal der Krankheit. Er hatte während seiner Ausbildung, während seinem Studium, hatte er Krebs und musste das Studium unterbrechen und hatte sich dann wegen dieser Unterbrechung, bis er dann wieder genesen war, er hat ein Bein amputiert bekommen, hat er dann eben im Selbststudium eben seine Techniken dann sich erarbeitet. Und auch er hat sich hier für Pappe entschieden, für Pappkarton, und hat sich Gedanken gemacht, was für ihn Kunst eben ist. Und er sagt, Kunst soll Gesellschaften, Kulturen zusammenbringen. Das ist so seine Idee. Und hat sich dann Gedanken gemacht, dass es doch eine sehr einsame Geschichte ist, in der Phase des Kreativen, in der Phase des Schöpferischen ist der Künstler allein. Und erst dann geht dieses Kunstwerk raus in die Gesellschaft und erst dann kriegt es die Breite. Es schaut sehr ernst, sehr traurig aus und zeigt vor allen Dingen diese Einsamkeit des Schaffens eines Künstlers. Dieser Künstler ist ursprünglich aus Costa Rica und interessant ist, er hat im Alter von 22 sein Leben verändert und ist nach Italien gezogen und hat dort in Carrara, so heißt der Ort, wo der Marmor abgebaut wird, hat er an der Schule, Akademie für Kunst, hat er dann eben gelernt und hat diese Skulpturen dann eben sich angeeignet. Jedenfalls, er hat sich natürlich inspirieren lassen von diesem Handwerk hier, hat das Handwerk gelernt und dann sind eben im Laufe dieser Jahre, er ist Jahrgang 54 und ist 1976 dann hier nach Italien gezogen, hat er diese Dinge dann geschaffen. Ja, toll, ja, finde ich toll. Hat schon viel Ausstellung gehabt, unter anderem in Mexico City, in Valencia, in Spanien auch schon und auch in Amerika.